So, willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Wir haben ein paar kleine Geldprobleme, nur noch 64 Euro, 900 Sozialpunkte. Es ist, glaube ich, schon fast um 8. Die Leute wollen ins Bett gehen. Deshalb liefern wir mal jetzt irgendwelche gefrorenen Früchte. Gucken, ob wir vielleicht noch ein paar andere tägliche Aufgaben in der Zeit erledigen können. Ich denke so, vielleicht was reparieren. Buschtrimmer dauert immer lang, also Rasen mähen. Schafsuche ist eigentlich immer ganz schnell, bringt aber nicht wirklich viel Geld und Sozialpunkte auch nicht. Schafsuche ist eigentlich nur gut, wenn man Samen fürs Gewächshaus braucht. So, jetzt. 4 Minuten noch Zeit. Oh, Moment. Komm, komm, komm. Ah, die treffen sich. Bleib stehen. Wieder hier im Wald. Abigail. Ah, hier sind Pilze. Ich habe meine eigene Meinung. Hallo. Danke, aber ich bin sicher, dass du das nächste Mal besser machen kannst. Was? Habe ich Zeit verloren? Ja, das ist kein Spaß. Okay. 361 bekommen. Das habe ich doch schon immer gesagt. So, Moment. Gucken wir nochmal. Das stimmt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Hier ist wieder die Stelle, wo der er kann es einfach nicht für sich Pokal markiert ist. Hm. Na gut. Da kann man gleich mal Gemischtwarenladen vorbeifahren. Das Geld, was wir jetzt gerade bekommen haben. Gleich in Rohmaterial umsetzen. Eier, Fisch und sowas ist immer beliebt. Gucken, was du hast. Hallo, wie geht's? Möchtest du handeln? Okay, Pilze. Okay, Pilze habe ich mehr als genug, aber Fisch für 42 Euro. Honig lasse ich mal lieber. Tomaten, das. Ah, wobei, komm. Honig auch noch. Hätten wir schon mal einen Händler noch abgefrühstückt. So. Ah, schade. Die anderen haben schon Feierabend gemacht. Keine Aufträge mehr da. Okay, nächstes Mal Aufträge eher machen. Dann fahre ich mal noch die Händler ab. Sind ja immer da. Die gehen, glaube ich, nie ins Bett. Na, Lilly verkauft ja auch Sachen. Also die kräuterkundige Lilly. Oh, machen wir das Licht mal an? Oh Gott, ist das krass. Bremsen. Na, fahr doch. So, jetzt überholen. Große Brücke. Wir könnten natürlich auch noch angeln gehen, um Geld zu verdienen.
aber angeln ist so elendig lästig. Zumindest für mich. So, Star Oil. Tankstelle. Sprit haben wir noch. So. Einlenken. Hallo Annette. Hallo, kann ich helfen? Möchtest du handeln? Möchtest du handeln? Pilze wollen wir nicht. Milch. Das. Honig wird mir jetzt zu teuer. Gucken wir, ob Lilly daheim ist. Die hatte, glaube ich, mal Eier verkauft. Da, das war nicht die Straße. Runter. Da. Ach, ich glaube, bei Regenwetter war Lilly auch immer nicht da. Vermute ich, sie wird auch schlafen. Mal kurz aussteigen. Hier ist ja immer noch der eine Auftrag. Wo ich die Bretter nicht reparieren kann. Denn da müsste ich irgendwie nach innen kommen. Ich kann den einen hier machen. Aber da ist dann hier noch einer, wo ich ran müsste. Beziehungsweise wenn man hier irgendwie geschaut hat, konnte man das auch sehen. Da waren zwei Stellen, genau. Komme ich nicht ran. Ich hatte das schon versucht mit Erneuern, aber es wird nichts. Gut. Hier war noch ein Händler an der Sprungschanze. Gucken wir mal, ob wir bei dem noch irgendwas günstig bekommen. Kurz vorm Schlafen gehen. So. Markieren wir uns mal das. So. Das war der Baumarkt. Da. So, dann hier hoch. Und weiter geht's. Die Frage, ob wir überhaupt noch... Hallo, komm näher!
Ich bin mir sicher, dass du etwas findest, das dir gefällt. Geld zum Einkaufen haben. Möchtest du handeln? Fisch? Nehmen wir. Honig, nein. Milch, ja. 60 Dollar. Komm, da kriegen wir die letzten Händler auch noch durch. Der. Habe ich jetzt richtig geschaut? Nur geradeaus? Ja. Optimal. Da. Die Pritsche, die ist wunderbar. Was würde ich ohne die machen? Nix. Oh, ich habe noch eine Idee, wie wir noch zu Geld kommen. Ich verkaufe noch mal Rinder. Da wir beim Traktor ja die Getriebeeinstellung ändern können, müsste ich nicht mehr so rumzuckeln wie bei der ersten Tour. Oh. Böses Schlagloch. Oh Gott, oh Gott. Schlamm an den Reifen. Pritsche kämpft. Da-da. So, es ist spät abends. Da können wir mal kurz unseren Wagen hier stehen lassen. Auf der Straße. Da ist nicht mehr so viel los. Hallo, mein Freund. Wie geht's? Kollege. Ich habe sicher das, was du brauchst. Ja, Möchtest du handeln? Pilze? Quatsch. Milch? Fisch? Honig? Nein. 14 Dollar. Trockenfleisch. Komm, wenn ich dir das verkaufe, hätte ich 400. So, ich glaube, das Trockenfleisch hatte uns mal unsere Tante gegeben, oder? So, einsteigen. Fehlt nur noch der letzte Händler, wo wir einkaufen. Der Händler, der unser Nachbar ist, da verkaufen wir ja immer nur. Da, 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 da. Licht an. Uhu, uhu. So. Aussteigen. Ohne den LKW umzuschubsen. Hallo. Hallo, kann ich helfen? Becky. Möchtest du handeln? Fisch. Gerne. Milch, Tomaten. So. Ich glaube, ich lasse sogar den Pritschenwagen hier stehen. Den. Wir teleportieren uns jetzt nach Hause. Wie spät? 21 Uhr. Gucken wir mal kurz. Haben wir hier noch ein bisschen Honig sammeln? Da ist nichts.
Honig sammeln, Honig sammeln. Kochen. Hier können wir nix, da nix. Apfelkuchen. So. Pilze. Zucchini, Dose. Kondensmilch, nein. Das lassen wir erstmal noch. Wir machen eine Tour mit dem Traktor. Fahren einmal Späne ab. So. Abkuppeln. So. Oh Mann. Ah, das war eng. Das war nicht ganz so gut. Anderes Getriebe. So. Wir müssen ein bisschen zu Geld kommen. Irgendein günstiges Grundstück kaufen. Bisschen Holz machen. Aufträge abarbeiten. Da, da, da. Licht an. So, 33 km/h bergauf. Naja. Balalala. Tralalala. Oh Gott, die Lampen sehen aus. Krankenbeleuchtung. Sprit. Okay. Warum fahrt ihr euch immer in der Weichenbrücke die Räder ab? Seid ihr wahnsinnig? Du hast nur die Hinterräder verloren? Auweia. Kleiner Twingo, dreh um. Moment, war das schon die Kreuzung? Nein. Wende lieber, du. Was warst du? War das ein Ford Escort? Ein Nissan? Peugeot? Ich habe keine Ahnung. So. Rinder. Wir verkaufen Rinder. Und das nicht für Blinde. So.
1800 Euro. Das reicht, glaube ich, noch nicht ganz. Uhr. Ja, könnten wir eigentlich noch eine Tour machen. Oder fahren wir die in der nächsten Folge? %96. Oh, die sind hier weg. Habt ihr euch befreit? Ist die Brücke endlich fest? Ich müsste demnächst mal die Ernte im Gewächshaus anstehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage vergangen sind, seit ich die gepflanzt habe. Heilige Scheiße, wie eiert der denn um die Kurven? Bist du verrückt? Okay, ich glaube, das machen wir dann am nächsten Tag. Mal hier das Licht aus. Parken einfach bei uns an der Tankstelle. Beziehungsweise an der Werkstatt aussteigen. So. Dann ab ins Bett und schlafen. Und dann ist auch die Folge schon zu Ende. Deshalb tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.